Barbie-Zeit. ja, natürlich habe ich wieder wie jeden Sonntag ein neues Food Diary für euch. Und ihr wisst Bescheid. Es ist wie immer chaotisch und ungesund und einfach mein chaotisches Essverhalten. Viele sagen ja schon in den Kommentaren, ach Lisa, du musst es doch nicht immer wieder erwähnen. Doch, muss ich wirklich immer wieder erwähnen, weil es schalten immer wieder neue Leute zu und ich finde immer, das muss schon vorher informiert werden, ne? Das ist jetzt hier nicht das Healthy-Frühstück oder Healthy-Essen schlechthin ist. Frühstück, wie komme ich auf Frühstück? Oh, ich habe noch nicht gegessen, wahrscheinlich habe ich deswegen die ganze Zeit Essen im Kopf. Ja, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und dachte mir, ich muss jetzt noch schnell den Anfang vom Food Diary drehen, damit ich heute Abend ein bisschen Beschäftigung habe und euch das Video schneiden kann. Auf jeden Fall war in diesem Food Diary der Kindergeburtstag kann man gar nicht sagen, der Geburtstag von meiner Tochter, die ist 2 Jahre alt geworden und meine Mama hat einen mega, mega tollen Kuchen gebacken und der war auch mega, mega lecker. Aber seht ihr jetzt so im Food Diary, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen und über ein kostenloses Abo natürlich auch. Ich meine, das Food Diary sehen mindestens 10.000 Leute an und ich habe nur knapp 4.000 Abonnenten, also irgendwas stimmt da nicht. Hey Leute, abonnieren! Und die Glocke, ist die Glocke auf der Seite oder auf der Seite? Ich kann mir das nie merken. Ich glaube, hier unten ist die Glocke. Und hier unten die Glocke aktivieren, so verpasst du kein Video mehr, weil dann werdet ihr einfach benachrichtigt, ob es ein Vlog ist oder ein Food Haul oder eben ein Food Diary. Nun wünsche ich aber euch viel Spaß beim Video! Wir haben es, wie viel Uhr haben wir es denn? 13 Uhr 27 und ich sitze immer noch in der Arbeit, aber ich habe schon Feierabend, aber weil es ja so gemütlich ist, sitze ich hier noch, habe aber Hunger bekommen und das ist mein Frühstück. Ich habe einmal, esse ich Brezel mit Butter, ja, Butterbrezel nennt sich das auch. Jetzt leckeren Wurstsalat. Bei uns wird Wurstsalat immer mit Käse gemacht. Es gibt ja voll oft Wurstsalat. Ich weiß gar nicht, wie das bayerische Wurstsalat ist mit Oni oder mit Käse oder Schweizer Wurstsalat. Ich glaube, Schweizer Wurstsalat ist mit Käse und bayerische eigentlich ohne Käse. Also machen wir immer Schweizer Wurstsalat, weil mit Käse schmeckt es einfach viel besser. Und Zwiebeln und Essiggurken und einem leckeren Senfdressing. Perfekt. Und dazu gibt es Brezen. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Und die Uhrzeit ist 17.40 Uhr. Also, der absolute Wahnsinn heute, oder? Ich habe bis jetzt um 20 vor 8 haben wir es, nichts Süßes gegessen. Nichts. Ja, eine Butterbreze und jetzt vorher noch den Wurstsalat zum Abendessen mit Breze. Und dazwischen nichts Süßes. Heftig, oder? Eigentlich könnte ich jetzt meine Challenge machen, ne? Einen Tag hätte ich ja dann fast geschafft, wenn ich jetzt nicht was Süßes reinhauen würde. Aber ich habe voll Bock jetzt auf was Süßes. Ich habe hier wieder eine Milka-Schokolade, einmal die Hälfte. Und diesen Oreo-Keks, den nehme ich mir jetzt jedes Mal vor, damit der langsam wegkommt. Aber gestern war der gar nicht, oh, das ist ein Stück abgebrochen. Gestern war der gar nicht so schlimm. Am ersten Tag, wo ich den gegessen habe, war er seifig, aber nö, gestern nicht. Und natürlich mein absolutes Favoriten-Süßigkeit. Ja, jetzt kann ich auch noch ganz gut Deutsch reden. Habe ich mir natürlich auch geholt. Und das werde ich jetzt erstmal naschen, damit ich keinen Zuckerentzug bekomme. Und dabei, wie immer, gute Zeiten, schlechte Zeiten. So, die Schokolade ist natürlich leer. Wir haben es 5 vor 8. Und ich habe mir die Pausenstangerl, also die sind vom Lidl. Und die Pausenstangerl, die schmecken auch sehr gut. Ähnlich vergleichbar mit denen aus dem russischen Laden. Wobei die aus dem russischen Laden sind nochmal eine Spur besser als die Pausenstangerl. Aber wenn man nicht immer zum russischen Laden kommt, sind die Pausenstangerl auch super. Ja, davon esse ich natürlich jetzt nicht die ganze Packung, sondern 1, 2, 3 Stück. Und dann schauen wir mal, ob ich dann immer noch Appetit habe. Und mein Mann übrigens, der futtert den Rest vom Wurstsalat vom Abendessen auf. Ich habe da jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr drauf auf den. Ja. Ich war ja letztens beim Lidl und da habe ich mir große Magnum-Eis geholt. Also es ist kein Magnum-Eis. Es ist die Nachmache von Magnum, also wie ein Magnum-Eis. Ich schmecke da keinen Unterschied. Ihr habt es mir letztens mal geschrieben, ihr schmeckt da schon einen Unterschied. Oder eine hat mir das geschrieben, nicht ihr. Ich weiß gar nicht mehr, wer da geschrieben hat. Oh, ich weiß, den Namen vergessen. Auf jeden Fall, ich schmecke da echt keinen Unterschied. Für mich schmecken die irgendwie gleich. Oder vielleicht bin ich nur billig gewöhnt.
Naja, ist doch besser so. So spart man wenigstens noch. Ja, und also die Uhrzeit wollt ihr immer wissen. Wir haben es 10 vor 9. Ja. Jetzt um 11:30 Uhr endlich was zu essen. Ja, das ist mein Frühstück. Wie soll es denn auch anders sein? Das beste Frühstück überhaupt, oder? Nee, Scherz, aber ich war jetzt gerade einkaufen, habe gerade den Food Hall abgedreht, bin jetzt gerade am Schneiden, fange gerade erst an und brauche jetzt einfach was Schnelles zwischen die Zähne, weil ich einfach Hunger habe. Und noch einer, mein vorletzter, dann ist die Packung wieder leer. Und da ich ja mir immer nur eine Packung kaufe, ja, geht die sehr schnell leer. Aber der Action ist ja nicht weit von mir entfernt. Um 12:10 Uhr, ja, nehme ich jetzt den letzten Corriados. Und jetzt habt ihr Glück, weil ich glaube ich, obwohl ich muss morgen zum Action, weil ich noch ein bisschen Kindergeburtstagsdeko kaufen will. Oh, ich wollte euch gerade mitteilen, dass ihr jetzt Glück habt, dass ihr das jetzt nicht mehr seht. Aber wahrscheinlich nehme ich dann wieder eine Packung mit. Na egal, den werde ich jetzt auf jeden Fall essen. So, jetzt gibt es noch einen Brotzeitteller. Wir haben es 13:48 Uhr und ja, damit gemütlich jetzt auf die Couch. Habe ich nochmal Hunger bekommen und habe mir eine Semmel gemacht. Einmal mit Weinsteffener Butter unten drunter gesalzener, Salami und Gurken obendrauf. Und die andere Hälfte mit Weinsteffener Butter gesalzen und Nuss-Nougat-Creme obendrauf. Wer isst das eigentlich auch so? Wer isst Nutella auch immer mit Butter unten drunter? Also da spalten sich ja voll die Meinungen. Manche sagen, und manche sagen, nee, Nutella ohne Butter geht nicht. Also bei mir heißt Nutella ohne Butter geht nicht. Oder Nuss-Nougat-Creme in dem Fall, ne? Also bei mir kommt immer Butter unten drunter. Und die gesalzene ist nochmal Nummer besser sogar. Das ist einfach ein Geschmackserlebnis, würde ich sagen. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, wie ihr euer Nuss-Nougat- oder Nutella-Brot esst. Das würde mich echt mal interessieren. Und wir haben es Uhrzeit 14:39 Uhr. Freitagabend und wir machen Brotzeit, weil wir immer zum Turnen, also meine Große geht immer zum Turnen am Freitag und dann kommen wir mal erst spät nach Hause und dann schaffe ich es nicht mehr, was zu kochen, und deswegen machen wir meistens Freitagabend immer Brotzeit. Da drüben haben wir Leberkäse warm gemacht. Die ja, versucht ihr Brot zu schmieren, aber eigentlich isst sie die Butter pur. Die andere hatte Lust auf ein Marmeladenbrot. Na, dann soll sie halt ein Marmeladenbrot essen. Und ja, ich bediene mich dann einfach mal und mache mir wahrscheinlich auch ein Marmeladenbrot mit Wurst, mit Käse. Und ja, mal schauen, was ich noch so Lust habe. Auf jeden Fall Brotzeit, würde ich sagen, machen wir jetzt. So, wir treffen uns wieder, wie immer, um die Uhrzeit auf der Couch, ne? Wir haben es 10 vor 20 Uhr, also 10 vor 8. Und ich habe mir jetzt die Weintrauben geschnappt und werde davon jetzt ein paar naschen. Die stehen gerade. Ich war ja heute einkaufen. Ich bin total außer Atem, weil ich gerade auf meinem Bazar gewesen bin und da gab es halt nichts Gescheites. Und dann bin ich ganz schnell zurückgerannt, weil ich meine gute Zeit, schlechte Zeit nicht verpassen wollte. Dachte mir schon, wenn der Bazar so ein Flop ist, dann wenigstens mein gut sein, schlechte Zeiten. Deswegen atme ich wie so ein Hengst. Auf jeden Fall esse ich jetzt diese Weintrauben, weil die mich so angelächelt haben. Die kamen heute mit beim Einkaufen. Und weil mich da gerade einer gefragt hat, ich beantworte das Kommentar jetzt an dem Food Diary auch mega, ob ich mein Obst nicht vorher wasche. Ich wasche mein Obst, Schande über mich, ganz selten vorher. Da müsste ich schon mal dran gedacht haben, aber bis jetzt bin ich auch nie davon erkrankt oder sonstiges. Ich bin nicht so überempfindlich, was an solchen Sachen hergeht. Ich denke mir, manche Bakterien sind doch ganz gut für den Körper. Dann kann der Abwehrkräfte dagegen entwickeln. Ich bin nicht, wo immer alles super pingelig und überall waschen muss und keine Ahnung. Also nein, die Frage beantwortet, ich wasche mein Obst nur ganz selten. So, natürlich habe ich mir jetzt was zum Naschen geholt. Ich habe fast die ganzen Weintrauben aufgegessen. Ich hätte auch weiter aufgegessen, aber da dachte ich mir, oh, die armen Kinder, die essen so gern Weintrauben, dann haben die morgen keine mehr. Deswegen habe ich ein paar übrig gelassen, aber irgendwie nicht der Rede wert. Also muss ich wahrscheinlich morgen Weintrauben nachkaufen, weil die essen die auch voll gerne. Ich habe mir jetzt Kinder Bueno geholt. Mamba. Ich mag das voll gern. Ich mag Mamba mehr wie Mao Am. Keine Ahnung warum, was da anders ist, aber ich finde die irgendwie härter und die Konsistenz ist ein bisschen anders. Also kennt ihr überhaupt den Unterschied zwischen Mamba und Mao Am? Also ich finde, Mamba ist besser. Aber Mao Am ist irgendwie bekannter. Naja, egal.
Und Knickknacks habe ich geholt. Die sind auch mega lecker. Ja, weil ihr wisst ja, süß-herzhaft, ne? Deswegen habe ich gleich diese Kombi geholt. Ja, und habe ich die Uhrzeit euch schon gesagt? Ich glaube nicht. 20.25 Uhr haben wir es jetzt. Neuer Tag beginnt. Und wir haben es aber jetzt schon 13 Uhr. Also ich war bisher jetzt am Arbeiten. Und ich fahre dann immer beim Burger King vorbei. Und ich hatte schon so Hunger. Aber ich habe ja nicht gefrühstückt. Ich bin nicht dazugekommen. Bei uns war so viel los, dass ich mir zwei Chicken Burger geholt habe. Ja, solche Teile sind das. Ich finde die eigentlich nur die Soße so mega geil, deswegen schmeckt das ganze Ding voll gut. Ja, davon natürlich gleich zwei Stück und davon werde ich jetzt erstmal essen. Ja, stimmt sogar, glaube ich. Ja, auf jeden Fall werde ich die jetzt erstmal essen. Meine Burger sind weg. Oh, sehr lecker waren die. So, wenn man nicht so oft zum Burger King oder McDonald's geht, finde ich es lecker. Aber ich habe es mal eine Zeit lang übertrieben, war zu oft beim Burger King und McDonald's und konnte es einfach nicht mehr sehen. Aber so zwischendrin mal ein Burger, mega. Aber ich mag diese Menüs immer nicht. Ich mag einfach nur einen Cheeseburger ganz normal oder diesen Chicken Burger von Burger King. Aber diese Menüs, wo so diese großen Burger, weiß ich nicht, kann ich damit irgendwie nichts anfangen. Naja, ist ja auch egal. Ja, ich habe mir die Milka-Schokolade geholt und wir haben es 13.20 Uhr. Und nach der Schokolade muss ich es putzen anfangen, weil morgen ist Geburtstag, also Kindergeburtstag. Also meine Kleine wird jetzt 2 Jahre und ich habe ja meine ganze Familie eingeladen und so. Und das Haus steht noch aus wie Sau. Und ich habe gar keine Motivation, aber mit Schokolade jetzt erstmal. Schokolade macht glücklich und danach putze ich wie eine Fee. Um 13.31 Uhr ist natürlich meine Schokolade leer. Musstest du lachen? Ich habe gerade ein Food Diary von einer anderen angeschaut. Ohne Scheiß. Dann zeigt sie so, dass sie jetzt ein Rippchen von Milka-Schokolade isst. Also nicht die Milka-Schokolade mit Karamell, aber keine Ahnung. Ich glaube, es war eine reine Vollmilchschokolade sogar. Und dann sagt sie, sie isst jetzt ein Ripple. Und ich war gerade bei meinem letzten Ripple. Dachte ich mir, Alter, und die Alte, also ich, pfeife mir alles rein. Aber ich hatte halt Bock drauf. Warum nicht? Aus welchem Grund nicht? Aber ich musste schon gerade ganz schön lachen. Ich nehme jetzt ein Rippchen. Okay. Ich bin beim letzten Rippchen. Wir haben es mittlerweile schon 20.05 Uhr. Und jetzt snacke ich noch ein paar Spur-Ribs. Jetzt habe ich mir noch ein Butterbrot gerade gemacht. Also mit gesalzener Butter natürlich. Wer sie früher zum Beispiel, wo es, weiß nicht, wo noch gar nicht so Trend war, dass Butter gesalzen ist, habe ich immer extra Salz auf die Butter drauf getan bei Butterbrot. Aber das kann ich mir jetzt bei gesalzener Butter sparen. Und noch so Pausenstangerl habe ich mir auch noch geholt. Das esse ich jetzt noch und dann muss ich Muffins backen. Wir haben es jetzt schon 9:10 Uhr und ich muss noch Muffins backen. Ja, ich wollte Muffins backen. Wenn ich einmal Essen anfange, dann habe ich erstmal Hunger. Wir haben es jetzt 9:30 Uhr und die Schüssel esse ich noch und dann gehe ich Muffins backen. Ich bin schon die ganze Zeit naschen von diesen Smarties nachmache. Draschiert die Schokolinsen. Ja, da nasche ich schon die ganze Zeit. Da ist noch ein bisschen Teig übrig geblieben. Und die ersten. Mein Drecker. Oh Gott, der sieht ja übelst dreckig aus, der Ofen. Okay, ja, der sollte dann auch mal wieder geputzt haben. Die ersten Muffins sind eben im Ofen. Gott, ist ja peinlich. Ich putze gleich mal meinen Ofen. So, ich bin jetzt endlich fertig mit den Muffins. Wir haben es 21:50 Uhr. Ich habe Hunger, nachdem ich den ganzen Teig genascht habe. Nascht ihr auch mal so gern Teig? Also ich liebe es, den rohen Teig dann abzuschlecken vom Löffel und die Schüssel auszuschlecken. Aber ich finde, Teig, roher Teig ist doch das Beste. Na egal. Jetzt habe ich natürlich so viel Süßzeug, Teig. Ich kann ja euch ja mal die Muffins zeigen. Ja, okay, sie sehen jetzt nicht bombenmäßig schön aus. Da stehen auch noch ein paar. Aber, ja, geht, oder? Also Kinderaugen finden das bestimmt schön. Hoffe ich doch. Na, egal. Ihr wisst ja, nach süß kommt herzhaft. Und da ich ja so viel diese Smarty-Teile gegessen habe und den Teig genascht habe, brauche ich jetzt was Herzhaftes oder was Salziges. Und habe mir die Knickknacks geholt. So, wir haben es 7:50 Uhr und wir frühstücken jetzt. Meine Kleine hat ja Geburtstag. Wir haben schon einen Geburtstagsmuffin und Geburtstagskerzen ausgepustet. Ja, und meine Kleine hat auch einen Muffin. Ja, so ein bisschen klein gefeiert jetzt schon mal mit ihr. Und jetzt werden wir frühstücken und dann werde ich alles langsam für später für die Feier vorbereiten.
Ja, es gibt halt Semmeln wie jeden Früh, Wurst, Käse, Marmelade. Ja, wie immer halt. Wo am längsten am Esstisch sitzt. Alle anderen sind schon aufgestanden. Yay! Ja, bin ich verfressen, oder? jetzt esse ich noch den Muffin auf von meiner Kleinen. Die wollte den nicht. Die hat nur die Smarties oben drauf aufgefuttert. Ja, und den Rest natürlich nicht. Ja, und den esse ich jetzt noch auf. Gestern meinen dreckigen Ofen gesehen habt, wo ich die Muffins gebacken habe, musste ich euch jetzt irgendwie mitteilen, dass ich gerade über eine Stunde den Ofen geschrubbt habe und ich eigentlich immer noch nicht zufrieden bin, weil ich finde, in den Ecken da hinten hier, seht ihr das, immer noch Dreck ist, aber ich krieg ihn einfach nicht raus. Aber ja, fürs Erste passt das jetzt erstmal. Habt ihr einen Tipp, wie man besser Ofen putzen kann? Feiern wir den Geburtstag ja von meiner Kleinen, das habt ihr ja schon mitbekommen. Zum Essen habe ich mir gedacht, gibt es Raclette. War auch eine ganz nette Idee eigentlich mal. Ja, ihr kennt ja Raclette, Schinken, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Salami, Käse, Mais. Dann habe ich noch einen gemischten Salat dazu gemacht und einen Rucola-Salat mit Käse und Tomaten. Gurkensalat gab es noch, das ist der Kindertisch. Ja, auch mit ein bisschen Gemüse aufgeschnitten. Das ist der wunderschöne Kuchen. Das ist der nicht So mega, ein mega schön. schöner Hat meine Mama gemacht. Kuchen. Ja, und dazu gab es halt noch Muffins und so Kleingebäckzeug. Ach, der Kuchen ist gigantisch. Danke, Mama. Der ist echt mega. Ich war jetzt gerade ganz, ganz fleißig und habe noch für den Kindergarten morgen die Muffins gebacken. Wir haben es jetzt auch schon 9 Uhr. Wir haben noch alles aufgeräumt. Ja, gesehen, wir hatten Besuch. Es war ein wunderschöner Geburtstag. Hat voll Spaß gemacht. Alle waren super drauf. Alle hatten gute Laune. Also wirklich wunderschön war er. Ja, ganz toll. Und Raclette war auch toll. Es war echt viel Arbeit mit dem Schnippeln und dem Ganzen. Aber Raclette schmeckt einfach mega lecker. Ich weiß nicht, ich mag Raclette voll gern. Das nicht mit dem Schnippeln immer so wäre. Ich glaube, das würde auch ab und zu unser Abendessen sein. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gedacht, ich nasche jetzt noch die restlichen Dinger da hier, wo übrig geblieben sind, wo jetzt ich nicht mehr zum Backen gebraucht habe. Die werde ich jetzt noch naschen und ich glaube, jetzt beantworte ich dann noch ein paar Kommentare von euch, weil das Food Diary kam ja heute online und ich habe noch nicht einen Kommentar von euch beantwortet oder durchgelesen oder sonstiges. Nur noch einmal ganz kurz reingeschaut. Aber das werde ich jetzt noch machen und dann werde ich wahrscheinlich schlafen gehen. Ich bin schon ein bisschen kaputt. Schönen guten Morgen. Mein Mann tut gerade Staubsaugen. Super. Wir haben es 8:44 Uhr und ich habe mir. Jetzt hör halt mal auf, das machst du ja mit Absicht. Wir haben gestern ja Geburtstag gefeiert, das habt ihr ja gesehen. Und da ist natürlich ein Stück Torte übrig geblieben. Wie toll für mich. Und da habe ich mir jetzt ein Stück abgeschnitten. Werde ich jetzt gemütlich zusammen mit einem Kaffee erstmal frühstücken um 8:44 Uhr. Jetzt habe ich mir noch mal ein Stück Kuchen geholt, weil er so lecker war. Der ist echt, der sah nicht nur mega, mega aus. Jetzt ist abgeschnitten, sieht er jetzt nicht mehr ganz so toll aus, natürlich. Ja, durch das Fondant, das zu schneiden, ist auch nicht so leicht. Aber er ist richtig, richtig lecker. Genau mein Geschmack. Mein Mann sagt zum Beispiel, ihm ist er viel zu süß und er versteht gar nicht, wieso ich mir jetzt noch ein zweites Stückchen holen konnte. Aber genau mein Geschmack. Ja, und nebenbei gucke ich ein paar Prospekte an. Ja, also die Uhrzeit, wir haben es. 10:49 Uhr. Mittlerweile haben wir schon 12:20 Uhr und der Salat ist gestern übrig geblieben. Da ich ihn aber gemacht habe für alle, ist dann nur so eine Salatdressing-Soße drin, also so ein Dressing-Ding da halt. Und mir natürlich zu wenig Essig, deswegen schütte ich da jetzt noch ein bisschen. Übrigens ist das mein Lieblingsessig. Immer wenn der im Angebot ist, wird der mitgenommen von Hengstenberg. Der schmeckt einfach am besten. Finde ich irgendwie, aber wenn der nicht im Angebot ist, ist der andere günstige für 39 Cent auch ganz okay. Aber der ist voll oft für 66 Cent im Angebot. Deswegen, ja. Der ist voll lecker eben. Aber der andere ist auch gut, aber der ist halt ein Ticken besser. Weiß nicht, gefühlsmäßig. Auf jeden Fall kippe ich da jetzt noch eine ordentliche Menge rein und das esse ich jetzt dann erstmal zum Mittagessen. Versoffenen Salat habe ich jetzt aufgegessen. Hab dann noch die paar Paprikastücke vom Raclette auch noch mit reingeschmissen gerade. Mir dachte, das muss ja sowieso alles weg. Und heute Abend machen wir mit den Resten vom Raclette Pizza noch. Aber da nur ich Paprika esse, habe ich die jetzt einfach ein bisschen in meinen Salat geschmissen. Jetzt sind noch ein paar Paprikas übrig. Ja, die kann ich dann auf meine Pizza tun oder so. Ja, immer Resteverwertung. Aber es ist ja schade, es einfach wegzuschmeißen. Auch wie schade, wenn man den Kuchen zum Beispiel wegschmeißt. Also sowas wird bei uns, bei mir, gar nicht weggeschmissen. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt noch mal ein Stückchen geholt. Wir haben von der Uhrzeit, wir haben es 12:50 Uhr
Und den lasse ich mir jetzt schmecken. 13.15 Uhr und ich habe mir jetzt zwei Pausenstangerl geschnappt. Die einen zwei so gut geschmeckt haben, habe ich mir gleich nochmal zwei geholt. Wir haben es Uhrzeit. Die Uhr ist immer hinter mir, deswegen muss ich mich immer umdrehen. 13:50 Uhr. Und Leute, manche Kommentare von manchen, brutal. Die sind einfach voll falsch auf meinem Kanal. Ich betone es ja jedes Mal wieder. Es ist chaotisch, es ist ungesund, aber nee, da gibt es wieder so Gesundheitsapostel, die meinen, die müssen die Welt retten. Boah, Katastrophe. Damit beschäftige ich mich gerade und denke mir, einfach löschen oder antworten. Einfach löschen oder antworten. Irgendwie haben mich jetzt Cornflakes total angelächelt, also habe ich mir eine Schüssel Cornflakes gemacht mit Milch um 14.14 Uhr. Stangerl aus dem Kühlschrank geschnappt und den esse ich jetzt noch. Aber Leute, ich muss jetzt da gleich arbeiten oder später. Oh, hab heute irgendwie noch nicht so viel gemacht, war kurz unterwegs, aber man wird dann so faul, wenn man sich irgendwie auf die Couch flackt. Oh, ich hasse solche Tage, aber das Wetter ist auch voll, voll blöd. Wir haben schon angefangen zu essen. Wir haben es 3:30. Nur 6, jetzt habe ich mir noch zwei kleine Maßregel geschnappt aus der Süßigkeiten-Schublade, bevor meine Kids kommen. Dann ist vorbei mit Naschen. Ich bin gerade aus der Arbeit gekommen. Wir haben es 8.11 Uhr. Und mein Mann hat vorhin mit den Mädels Pizza gemacht, also selbstgemachte Pizza. Einfach ein bisschen Resteverwertung wegen dem ganzen Raclette-Zeug. Aber er meinte, wir haben immer noch so viel Zeug. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, was wir noch machen morgen. Wahrscheinlich Schinkennudeln mit Salami oder so. Oder vielleicht friere ich die Salamis auch ein, weil Salami und Schinken haben wir so viel. Ich weiß nur nicht, ob man Salami und Schinken einfrieren kann. Müsste ich mal googeln. Naja, egal. Auf jeden Fall esse ich jetzt den Rest der Pizza. Und ja, dann mal schauen. Jetzt habe ich mir nochmal ein Stück Kuchen abgeschnitten. Jetzt habe ich gerade meinen Mann gefragt. Ihr habt das heute früh gesehen, wie viel Kuchen noch da war. Da habe ich ihn gerade gefragt, ob er Kuchen gegessen hat. Sagt er, nein. Also habe ich das ganze Megastück heute fast allein gegessen. Heftig, oder? Ja, ist halt genau meins, ne? Dieser Fondant, richtig zuckrig, richtig meins. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt nochmal ein Stück abgeschnitten. Das ist vielleicht für morgen früh oder vielleicht für später. Ne, ich denke halt, das ist morgen früh. Ich denke, es sollte schon reichen, die zwei Pizzen waren jetzt auch. Bin jetzt gut gesättigt. Nach herzhaft jetzt irgendwas Süßes. Ja, und das werde ich jetzt essen. Es ist jetzt 20.47 Uhr und ich dachte mir, weil wir jetzt echt noch viele Reste haben, seht ihr ja, Salami, Schinken, Pilze, Paprika, Ananas, im Kühlschrank ist noch Mais, Mais mag ich nicht. Ich mache mir jetzt einfach eine große Raclette-Pfanne. Ist doch voll die mega Idee, oder? Ich schmeiß da jetzt alles rein, tue das ein bisschen überbacken mit Käse und bin gespannt, was daraus wird. Aber irgendwie müssen die Reste ja weg. Also, und ich habe immer noch Hunger, ja. Hat ja gerade den süßen Kuchen, jetzt brauche ich wieder was Herzhaftes. Also nehmen wir die Reste aus dem Kühlschrank und machen uns eine Raclette-Pfanne. Oh, meine Raclette-Pfanne brutzelt. Käse habe ich jetzt auch ein bisschen drüber gestreut. Ja, Ananas, Schinken, Salami, Paprika, Pilze. Ich bin gespannt, aber es ist doch eigentlich im Endeffekt das gleiche wie Raclette. Nur in einer großen Pfanne halt, oder? Also ich muss sagen, es schmeckt ganz einfach wie Raclette und nur in Riesenformat. Also, schmeckt gut, super. Auch wieder eine tolle Idee, um Resteverwertung zu machen, um nicht nochmal den Raclette-Grill anzuschmeißen, sondern einfach alles in die Pfanne und schmeckt gut. Lass ich mir jetzt schmecken. Ich fühle mich, als ob ich gleich platze. Ja, es war eine ordentliche Portion. Vorher noch Pizza und Kuchen und ja, ich muss jetzt erstmal verdauen. Aber dieses ist immer noch da, obwohl mein Bauch bis oben hin gefüllt ist. Das ist schon interessant, weil ich überlege jetzt schon gerade, was könnte ich mir jetzt noch Süßes holen? Interessant, oder? Obwohl ich echt, kennt ihr das, wenn ihr eigentlich denkt, ihr habt zu viel gegessen? So fühle ich mich gerade. Uhu! Du hast es wieder geschafft, 5 Tage lang durch mein chaotisches Essverhalten. Ja, aber ich will einfach, ich bin einfach so und ich esse so und ich liebe es so zu essen. Übrigens habe ich auch eine Challenge gemacht. Ja, habe mir vorgenommen, 5 Tage
ohne Süßigkeiten. Wenn euch das Video interessiert, könnt ihr ja gerne mal in meinen Videos gucken, müsst ihr ein bisschen runterscrollen oder so. Oder auch vielleicht steht es in der Infobox. Vielleicht bin ich ja so gut, dass ich es euch sogar in der Infobox verlinke. Und da könnt ihr mal gucken, wie lange ich es geschafft habe oder ob ich es geschafft habe, 5 Tage lang ohne Süßigkeiten auszuhalten. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass es für mich eine Herausforderung ist, 5 Tage ohne Süßigkeiten. Und in dem Video erfahrt ihr dann auch, ob ich es dann geschafft habe oder nicht. Und nun wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt das Wetter, genießt euren freien Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!